Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Nein. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Was? Sie waren auf der Suche nach Gol, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Golds Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Golds Gehirnimplantat, und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel. Die Sprengung unserer Welt. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten und gab Gol die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Yeah. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein. Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig. Warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Ach, schön. Ah, ich hab's vermisst. Dedelic Entertainment presents. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Du wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst Aufopferung und Plan. Willst du mich rolle hier nochmal von vorn? Hussa noch einmal von vorn. Und damit geht es wieder von vorne bei Chaos auf die Podia. Boah, ich bin gerade so gehypt und ich merke gerade, dass das Ganze doch noch ein bisschen sehr laut ist. Muss ich jetzt gleich erstmal das leiser machen? Hm, ja, sehr interessant. Oh ja, die auch nicht vergessen. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Er da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein... Wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste.
weiß nicht so recht. Irgendwas scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? So, dürfte ich dann jetzt mal... Danke. Ja, jetzt erstmal, während ich mal ganz schnell die Einstellung nochmal umändere. Willkommen ganz herzlich zurück zu Chaos auf Deponia. Ich bin einfach so glücklich. Ich hatte mir jetzt einfach nur gedacht... So, das sollte jetzt passen. Kannst du mal piepsen? Danke. Also, ich hatte mir jetzt gedacht, jetzt wo Deponia Doomsday angekündigt ist, kann ich ja mal wieder... erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Schön. Alter. Ja, ich habe mir nur gedacht, jetzt wo Deponia Doomsday angekündigt ist, könnte man jetzt mal wieder das alte Projekt wieder von vorne aufleben lassen. Nur zur Info, ich hatte schon mal mit Chaos auf Deponia angefangen, aber... Auf mich wirkt dein Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Ja, wie gesagt, ich hatte schon mal Deponia angefangen. Also den ersten Teil habe ich komplett durchgesplayt. Den zweiten musste ich abbrechen, weil der Spielstand korrupt war. Der existiert auch noch, aber ist immer noch korrupt. Also jedes Mal, wenn ich dann anfange, den zu starten, crasht das Spiel. Also, Alter, Junge, hallo, häsch ich nochmal, danke. Ja, auf jeden Fall wollte ich nochmal komplett von vorne anfangen. Es kommt dann auch, wenn das Spiel vorbei ist. Goodbye, Deponia. Und dann natürlich, ich hole es mir sofort. Fangt es auch schon sofort an aufzunehmen, selbst wenn wir noch bei Chaos oder Goodbye Deponia sind. Auch schon sofort mit Deponia Doomsday an. Lade ich mal für einen rechtzeitigen Zeitpunkt hoch. Aber ja, ich weiß auch so gut wie gar nichts mehr richtig über dieses Spiel. Auch nicht mehr so wirklich bei Goodbye Deponia. Aber wir machen jetzt erstmal hier weiter und... ich glaube, du, Kumpel, du hast da, glaube ich... Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Nein. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Da passiert gar nichts. Was haben wir noch? Wir könnten ja hier so Leertaste drücken, dann sehen wir hier im Spülknopf die Spülung. Da kriegen wir noch ein Gewicht. Der Knopf. Spülknopf. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Was haben wir hier noch? Hier ist der Hammer. Können wir den jetzt nicht einfach nehmen? Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Gar nichts. Hier haben wir noch einen Stromumkehrer. Können wir den mitnehmen? Hast du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Was? Ich vertraue ihm vollkommen. Können wir jetzt hier einfach den Stromumkehrer... hallo. Können wir den hier in den Kasten einbauen, dass die Spülung rückwärts geht? Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut.
Finde ich schön, wie die beiden hier vorne alles dokumentieren, was im Hintergrund geht, ohne zu wissen, was da abgeht. Auf keinen Fall soll er Opfi-Pieps so viel zu trinken geben. Wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Alter, das ist doch nicht... Er würde doch auch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Der arme Vogel. Können wir jetzt einfach an den Hammer... Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich habe schon alles vorbereitet, nur zur Info. Ja, okay, ich schätze, wir müssen jetzt hier diese Tischdecken nass machen. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfi-Pieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz, als würde das überhaupt nötig werden. Der arme Vogel. Ich habe jetzt Angst, was hier jetzt abgeht. Ich glaube, ich muss diesen Knopf jetzt drücken. Ich habe Angst. Solange du ihm versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Oh, oh. Versprochen. Das habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht. Das könnt ihr doch nicht machen. Tja. Ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Das darfst du kein Mist. Verdammt. Jetzt gib mir den Hammer nicht so weg. Na holla. Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Nein. Falsch. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Nein. Ah, genau, genau. Ich bin immer weg, ne? Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Dann würde ich es mal sagen, go! Schau gut hin. Rufus, nein! Oh oh, Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Ach ja, das gute alte Deponia-Chaos. Was haben wir hier alles? Wir haben Blasebalg, Pfannstiel, Messer. Ich glaube, ich komme ran.
Da habe ich mich wohl verschätzt. Muss am Wind liegen. Gas, Bunsenbrenner, eine Vase, Elysium, Guillotine, Dog, Feuerskap, von Stiel. Hep. Zirkusreif wie immer. Und können wir jetzt irgendwie was rausholen? Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Es kitzelt. Natürlich, man kann auch einfach. Ich liebe diese Deponia-Logik. Und das hört sich mal, können wir jetzt wieder wegkicken, oder? Warum könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren? Easy und vollkommen realistisch. Schön. Mal auf die weitere Kettenreaktion gespannt. Wenn das Pulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Huhu, es hat geklappt! Ich habe doch gerettet! Rufus, Rufus. Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Nein. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Bol und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flohsacks wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Eject-Knopf, Plakette? Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Natürlich, können wir das noch weitermachen? Warte, da ist noch mehr Staub. Krass, ein Bild. Das gefällt mir bisher am besten. Und? Wohl doch der Schleudersitz. Ich will den Bär. Und wieder der Schrumpfstrahler. Blasarbeit. Der Bär, mein Favorit. Ich sollte lieber nicht noch einmal pusten. Ich habe gerade eben noch eine Tiefpumpe bekommen. Blasarbeit. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Bären. Das Beste für Goal. Nein, halt!
Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh oh. Nein! Goal! Du Idiot! Goal! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey! Wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus, nein! Cletus! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Goal? Red kein Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Amt Managus. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren. Aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den ältesten Rat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht... werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Ich habe da so eine Vermutung. Legenden starten mit brennenden, durchtrunken Notbotwänden, was in der Tat Goals Implantat, was zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn man ehrlich das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's auch von Quest Let's Dance noch eine weitere Chance auf Happy End. So richtig mit Tanzen und Saufen und allem. Hussa mit Saufen und allem. Chaos auf Deponia. Ja, und ihr müsst es mir nicht in die Kommentare schreiben. Ich mache die Videosequenzen noch was lauter. Das ist selbst auch gerade bei mir sehr leise. Aber für euch endet diese Folge hier. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.